Ich reise heute 100.000 Blöcke durchs End mit einem klaren Ziel. Am Ende möchte ich die ultimative Rüstung gelootet haben. Damit mir dabei nicht langweilig wird, müssen wir alle 10.000 Blöcke eine neue Aufgabe lösen, die mir 10 verschiedene YouTuber gestellt haben. Beginnen wir damit, einige Dinge vorzubereiten. Um nicht zu verhungern, habe ich Essen bei Flockerando bestellt. Das ist der erste Teil. Für Essen ist also gesorgt. Wie sieht es mit Treibstoff aus? Was kosten mich 2 Schalker-Boxen voll mit Rakete? Die Schalker-Boxen stelle ich. 2 Schalker-Boxen, oh mein Gott, das ist so viel. Ist das echt so viel? Nee, keine Ahnung. Mach mal 50 Dias. Nice. Da einige Aufgaben recht schwierig werden könnten, sorge ich lieber vor und besorge Respawn-Anker. 20 Grind-Obsidian, das reicht für 3 Respawn-Anker. Und wenn wir schon mal im Nether unterwegs sind, dann holen wir auch gleich End-Crystal für die erste Aufgabe, die wir als kleinen Bonus schon bei 0 Blöcken absolvieren. Der Enderdrache kam gestern bei mir vorbei und hat meinen größten Schatz geklaut. Was würdest du davon halten, wenn wir den gemeinsam zurückholen? Nice. Auftaktaufgabe mit dir ins Ende. Und du, Pumi? Und wenn das geht ja alles ziemlich schnell, der Enderdrache und so. Der ist ja also, ihr habt ihn ja in der Tasche. Ihr seid ja krasse Spieler. Vor allem er. Aber wenn ihr so eine Endfestung erreicht, musst du einmal alle Schalker da drin besiegen. Okay, hört sich gut an. Mega gut. Ihr habt so spontan so gute Ideen gehabt. Wir sind genial. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Keine Sorge, die werden gegen Ende deutlich schwerer. Also, ab ins Ende und den Drachen besiegen. Ey, Space ist da. Hallo, Leute. Mensch, so ein Zufall, dich hier zu treffen. Weißt du, hier setzt meine Aufnahme an. Okay. Ja, mein... Oh nein. Okay, was passiert hier, Grobo? Oh nein, ich habe meinen Tod immer direkt ausgelöst. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Nummer zu krass für uns wird. Ich glaube, ich könnte dir noch einen Totem gleich geben. Oh weia. Hast du nur das eine? Aktuell? Oh weia. Immerhin haben wir wir haben Gott sei Dank eine Elytra. Oh, jetzt habe ich daneben geschossen, das wäre sonst zu schön gewesen. Hui, hui. Oh, ich schieße nur daneben. Ich habe so gut angefangen und so stark nachgelassen. Nur mal, dass du so ein bisschen vorbereitet bist. Es kommen wohl dann noch Phantome und so Zeug. Ah, ja. Komm mal kurz her. Ja. Pass auf, wenn der nochmal feuert, dann bin ich direkt weg. Ja. Oh, Schalker sind auch da. Schau mal. Hier, bitte. Ja, lass fallen. Ich hol's. Okay, take it. Okay, ich versuche von oben noch das letzte Ding hier kaputt zu machen. Ist, glaube ich, der letzte. Okay. Der Drache ist hinter uns. Ah, perfekt. Der macht Geräusche. Bei mir ist alles schwarz geworden gerade. Nur so zur Abwechslung. Oh. Okay, ne. Liegt das wahrscheinlich am Shader oder sowas? Nee, ich sehe. Oh, was war das? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Kristall eingebaut? Ach ja. Okay, Koko, was zur Hölle passiert hier? Ach ja, stimmt. Es wurde immer wilder. Ich hab Angst. Oh, Phantome sind auch da. Es wurde immer wilder, ich erinnere mich. Oh nee. Ich schau mal, ob ich an die Kristalle rankomme, ohne dass ich gekribbelt werde. Ja, der wurde getrimmt auf, 10 Spieler oder so, keine Ahnung. Ach, oh, klar, dann ist ja Band, ne? Mist, jetzt sind wir zu zweit, da fällt auf, wenn dass ich nicht treffe. nein, schau, guck, ich treffe auch nicht. Sag dir, dann trifft. Aber mit Elytra Drachen bekämpft ist halt so viel angenehmer direkt. Sag halt was! Ich stehe doch da. Oh, du warst hier dran. Oh, okay, sehr gut. Aber wir haben's. Jetzt wir machen direkt weiter. Wo ist der Drache? Aber warum ist der so stark? Ja, Mist. Das wusste ich aber nicht. Aber wenn er so leuchtet, kann ich ihm vielleicht... Du hast ihn nicht weggehauen. Oh. Das hat Schaden gemacht. Hier sind gerade ein Enderman und 2 Phantome hinter mir. Der bekommt so wenig Schaden, der Bro. Ja, der hat mehr Leben und einfach Ultra. Und ich bin hier eigentlich gerade gegen die Phantome beschäftigt. Wollen Äpfel okay, ich habe ihm mal ein bisschen Schaden Totem. Gemacht. Schon wieder? Wieder? Ja. Warte, habe ich vielleicht noch eins rumliegen? Ey, was ist denn da los? Ich habe noch welche rumliegen. Was war mit deinem Totem los? Oh mein Gott, was passiert? Wo bist du? Ich weiß nicht so genau. Was war das denn plötzlich? Hier liegen deine Sachen. Ich schau mal ganz kurz, ob ich das einsammeln kann. Oh, nice. Okay, ich habe einen Teil eingesammelt, aber ich renne weg, nicht, dass der da TNT-Kanone ja, drauf schießt. Ja, alles gut. Also es liegen auf alle Fälle Sachen da. Ich habe Sachen eingesammelt. Ich weiß nur noch nicht, wo ich sie hin tun soll. Oh, perfekt. Dann ziehe ich mich mal schnell an hier. Und mach mich schnell an den Kristall hier vorne. Ich bin raus. Oh. Ich weiß nicht, was das war. No. Vielleicht ist unsere Mission gescheitert. Was ist das? Oh mein Gott. Hoffentlich liegt mein Zeug noch da. Uiuiuiui. Okay, ich bin gleich wieder... Oh, was ist denn? Eieiei. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, dann müssen wir vielleicht mal dem Server Bescheid geben, dass die da uns unterstützen. Aber ich sollte vielleicht erstmal... Ah, da bist du. Erstmal schauen, ob meine Sachen noch leben. Hast du was zu essen oder so? Ja, gleich. Ich muss erstmal schauen, ob ich mein Zeug hast wieder... Hast du irgendwie einen Todespunkt hier? Ja, habe ich. Ich hoffe, da sind meine Sachen da liegen. Kannst du ihn mal in eine andere Richtung lenken, zur Sicherheit? Weil hier lagen wirklich die Blöcke gerade. Ja, dann ist alles futsch. Ist das dein Todespunkt? Ja, irgendwo hier ist mein Todespunkt. Nein.
Das ist alles weg. Oh. Warte, ich sterbe gleich nochmal. Ich sterbe gleich nochmal. Kannst du Wasser? Ja, danke. Also ist alles weg wahrscheinlich. Oh nein. Oh nein, warte. Okay, aber wir können das alles schnell wiederholen. Ich glaube, der Enddrache hat gewonnen irgendwie. Ja, wir müssen ihn trotzdem beseitigen, es hilft ja nichts. Was tun wir? Ja, pass auf, wir müssen, glaube ich, den Server alarmieren. Achtung! Oh, ja, ist mein Zeug da oben weg jetzt? Deine Schalke liegt noch, hast du schnell eingesammelt. Okay. Hier. Oh mein Gott. Okay, das ist Hardcore. Hallo, sind jetzt gerade alle gemutet. Wir könnten ganz dringend Hilfe am Ende brauchen. Wir wussten nicht, dass der Drachen noch so krass ist. Ich kann euch helfen. Wir sind kläglich gescheitert. Ja. Sagen wir mal ehrlich, ja. Ja, ganz kläglich. Wir sind wirklich komplett. Schauen wir mal, ob noch jemand zur Hilfe eilen kann. Weil, also wir sind wirklich gerade mehrfach drauf. Der schießt halt TNT. Oh, ja. Eieieiei. Ich wäre so mad, dass wenn ich jetzt sterbe, wenn so ein Bug-TNT. So, ich bin auch wieder da. Schauen wir mal. Wollen wir fragen, ob es rausgemacht werden kann? Oder halt so gemacht, wir sollten es vielleicht danach jetzt dann nicht definitiv hätte. Draußen. Hat jemand noch ein wie heißt das? Totem, ja? Aber ist ja schon, ich meine, es läuft ja schon besser als vorher, ne? Die Hälfte ist ja schon mal... Das hat mir in der Luft, ein TNT ins Gesicht geworfen. Ja, fühle. Es ist so krass. Das ist respektlos. Stellt euch mal vor, der Enderkrankenkampf wäre immer so. Alter, ich glaube, der hätte keiner. Mach mal Speedrun. Achtung, TNT-Regen. Oh mein Gott, war das hier. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Oh mein Gott! Wir haben die Mission doch noch erfüllt. Ey, dickes Danke für eure Hilfe. Wir wären so stuck gewesen. Waren komplett verloren. 9 Level hat er gerade gedroppt, ne? 9 Level. Ja, der gönnt richtig. Das hat sich richtig rentiert. Ist das frech. Ich würde vorschlagen, wir beginnen unsere Reise mit dem neu geöffneten Endgate. Und schauen einfach mal, wo es uns hinbringt. Okay, wir sind im Norden, wo wir beim letzten Mal schon angefangen hatten. Aber beim letzten Mal sind wir nur 3000 Blöcke weit gekommen. Diesmal wollen wir 100.000 Blöcke. Sagen wir, suchen uns die erste Endcity irgendwo auf der Linie hier. Und dann geht's los. Wir hätten, schade, dass da schon jemand war, aber das wäre die erste City direkt gewesen. Aber dann ist wahrscheinlich von dort aus schon jemand Richtung Norden geflogen. Das heißt, wir müssen irgendwann nochmal abbiegen. Da wäre auch schon die nächste City. Da ist es schwierig herauszufinden, ob schon jemand da war, oder? Ah, Holzblock, da war jemand. Wahrscheinlich war das exakt Janus seine Route. Hier drüben ist wieder ein Schiffchen mit Drachenkopf, aber ohne Elytra. Curse of Binding nehmen wir nicht mit. Wir haben einfach fast die perfekte Schaufel auf Anhieb gefunden. Kann ich ja meine aussortieren. Wie gut. Nächste City, aber ich vermute mal ganz schwer, dass da auch schon jemand war. Nein, hier war noch keiner. Wie wunderbar. Dann haben wir unsere erste Elytra aus dieser Runde. Und einfach 5 Diamanten. Und eine sehr, sehr gute Hose. Nice. Protection 4 Unbreaking 3, das ist die Hose, war eh noch gut. Aber dann hätten wir die theoretisch schon mal perfekt gefunden. Drachenkopf. Zack. Und jetzt sollten wir den Bogen erstmal in die Offhand nehmen, weil dann kriegen wir auch Looting auf unsere Bogenschüsse, wenn wir das Schwert in der richtigen Hand halten. Und okay, fangen wir ganz oben an. Das sind eh meine liebsten Räume zum Looten hier. Da weiß ich gar nicht, ob was drin ist. Ja, da ist auch was drinnen. Komm rein, hallo. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich vergesse nämlich, dass ich nicht die perfekte Rüstung habe. Aber es läuft eigentlich ziemlich gut. Da unten ist noch einer, den schalten wir auch aus. Und wir werden belohnt vom Feinsten. Okay, wir craften uns unsere ersten Schalkerboxen jetzt, also nicht die ersten, aber ihr wisst, was ich meine. Die ersten für hier, für diese Tour und räumen dann gleich mal in eine Tools und Rüstungen ein und in die andere sämtliche Edelmetalle. Und eine dritte brauchen wir eigentlich bei der Gelegenheit auch noch für Baublöcke dann. Gold und Schuhe mit Protection 4 sind aber besser als unsere Schuhe. Das heißt, perfekt, schon mal das nächste Teil, was wir gut gebrauchen können. Damit würde ich sagen, verlassen wir diese Festung, weil wir haben alle wertvollen Räume abgeklappert. Aber wir erreichen bald unsere ersten 10.000. Ah, wie perfekt. Da ist auch schon eine weitere Festung und die ist groß. Mit Drachenkopf, mit Schalker hinten am Bug, mit Brauchstand hier drinnen und mit Elytra. Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Nice. Nummer 2. Oh, 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 die Schuhe wurden nochmal getoppt, die wir gerade haben. Protection 4, Unbreaking 3. So will ich das sehen. Wirklich direkt die nächste. Wie gut geht's uns bitte? Drachenkopf nehmen wir. Danke. Und dann hier unten, zack. Und die nächste Elytra. Und Diamanten und Eisen und Gold. Ey, da geht's uns aber gut. Yes! What?
Respiration 3 Arco Affinity Blast Protection, das ist fast schon der perfekte Helm. Schaut mal auf die Z-Koordinate. Minus 9700. Minus 9800. Hier wäre ein Weg nach draußen, aber nein, wir sind erst bei 10.000 Blöcken. Wir haben noch 90.000 weitere zu gehen und ihr wisst, was es heißt. 10.000 Blöcke, erste Challenge. Das ist eigentlich die zweite, aber ist die erste. Ihr wisst sie schon von Pumi, die nächste Endcity wird komplett bis auf den letzten Schalker ausgeräuchert. Und ihr glaubt gar nicht, an welchen Ecken überall Schalker sitzen. Ey, ihr glaubt's nicht. Das, nein, nein, ist das wirklich wahr? Ey, der Enderdrache macht die krasseste Challenge überhaupt. Und jetzt kommen wir zur nächsten Endcity und müssen eine Endcity mit von allen Schalkern befreien. Und es kommt das. Wirklich? Das ist ja ein Witz. Hallo? Nicht mal einer hier? Es ist nicht mal einer hier. So, bin ich jetzt wirklich in einer Endcity ohne Schalker angekommen? Sag mir bitte, dass da oben einer sitzt. Also normalerweise sitzt hier oben ein Schalker. Wir haben echt eine Endcity ohne einen einzigen Schalker gefunden für unsere Challenge. Nachdem das so ein genialer Zufall ist, lasse ich das einfach gelten. Ey, das ist so ein Lacker. Erste offizielle Challenge. Wir zählen Enderdrachen ab jetzt nicht mehr dazu. Geschafft. Ohne großen Aufwand. Machen wir uns auf zu 20.000 Blöcken und der zweiten Challenge. Vor uns, meine Damen und Herren, liegt eine große, große City, leider ohne Schiff. Macht mich ein bisschen traurig, aber auch nicht allzu sehr. Denn wir widmen uns schon wieder dem Spaß, und zwar dem Jagen von Phantomen. Hallo! Machen wir auf. Danke. Nochmal. Lässt uns schöne Schalker fallen. Dankeschön. Hier haben wir ein Schwert mit Unbreaking und eine Ender-Chest, die nehmen wir auch immer gerne. Hinein in meinen Lieblingsraum. Und einmal hier alles ausschalten. Ich dachte gerade, es wären keine drinnen. War so ruhig. Man merkt, dass ich mittlerweile schon viele Protection-Teile anhabe, weil ich viel, also mit Protection 4 und so, weil ich viel weniger Leben verliere tatsächlich. Sagt er und stirbt fast. Diamanten, Gold und Eisen. Damit wäre auch diese Endcity abgeklappert. Wir ziehen weiter Richtung Challenge Nummer 2. Wie wär's denn mit einer kleinen Starterbase im End? Das heißt, wenn du so im End vorbeikommst, kannst du dich da immer wieder so ein bisschen, ne, mit einem Bett, wo man schön schlafen kann. Das fände okay. Ich auch gut. Okay. Du musst aber Starterbase. Nicht schlafen. Das meine ich damit nicht. Nein, das habe ich verstanden. Okay, alles klar. Ihr habt den Clip gesehen. Wir sind noch keine 20.000 Blöcke weit. Das heißt, die City muss ich noch auseinandernehmen, bevor wir uns der Challenge widmen. Oh, wir haben gerade Post von Gustav bekommen. Er fragt, na Lieblingskroko, wie läuft's mit meiner wunderbaren Aufgabe? Und ich glaube, ich kann an der Stelle so viel spoilern. Für die Aufgabe von Gustav habe ich bereits etwas vorbereitet. Die City ist auch leergeräumt, aber wir fliegen noch exakt zu 20.000. Bei 20.000 kommen wir sogar zurück, haben wir aber nicht vor. Wie cool! Das ist exakt bei 20.000! Hallo? Hallo, ihr werdet meine Starterbase. Karawas hat gesagt, ich soll mir eine Starterbase bauen und das ist einfach perfekt. Auch hier werden wir Pumis bitte nachkommen und alle Schalker vernichten. Hier drin haben wir schon alle. Das ist doch flott. Wir haben Mending für die Hose. Unsere Rüstung wird auch immer besser. Einen Kontrollflug. Haben wir alle Schalker erwischt? Nein, da ist noch einer. Das war der letzte. Und dann machen wir uns hier eine kleine, aber feine Starterbase rein. Eine Weisheit, die hier für immer festgehalten ist. Respawn-Anker sind im Ende keine gute Idee. Ich dachte, Nether und Ende funktioniert. Schade. Hätte tödlich enden können. Ich habe Gott sei Dank mir nicht getraut und Sicherheitsabstand eingehalten. Aber was sagt ihr zu meiner Bude? Hier unten, ganz gemütlich. Jetzt ein bisschen zugig, Mai. Und hier oben natürlich Häuschen. Krokos Endaußenposten mit kleinem Laborexperiment und dekorativen Elementen. Kann man so gelten lassen? Schreibt es in die Kommentare, ich lasse es gelten und zieh weiter. Auf zu den nächsten 10.000 Blöcken. Zwei große, eine kleine Festung später, irgendwie so, stehen wir jetzt hier bei exakt 30.000 Blöcken zwischen lauter Enderman. Und unsere nächste Challenge hat was mit Enderman zu tun. Dann möchte ich, dass du dir zwei Drachenköpfe farmst, die in deiner Main und in deiner Offhand hältst, damit das aussieht, als hättest du so Boxhandschuhe an, okay, und damit den Enderman tötest. Nice. Okay, ist eingeloggt. Ja, ihr habt richtig gehört. Es wird einen Faustkampf geben. Und mein eigentlicher Plan war, einen Respawn-Anker aufzustellen und so lange auf den Enderman einzuhauen, bis er kaputt ist. Aber Respawn-Anker funktionieren ja nicht im End. Das heißt, wir müssen das Ganze irgendwie unfair fair für uns gestalten, diesen Boxkampf. Okay. Also, mein erster Plan war ja, einen Ring zu bauen und loszulegen. Aber
Die zerfetzen mich. Schon mit Schwert. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn ohne? Wir kämpfen fair, solange es geht, okay? Nennt mich Schisser, aber ich hänge an meinem Leben. Bim, 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 bim. Runde 1. Wer ist der Herausforderer? In den Boxring mit dir. Komm rein. Komm rein. Wir kämpfen im Boxring. Ja, komm rein. Wo ist er? Komm her. Hey, 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 hey. Zwei sind unfair. Leute, er holt seine Brüder. Nee, 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 nee. Okay, nee, nee, warte, 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 warte. Warte. Gleich, gleich. Ich hätte ein Schwert mitnehmen sollen. Das dauert ja Jahrhunderte. Ich komme gleich zu dir. Gleich bin ich bei dir. Ich mache hier erstmal... Kannst nicht einfach einen Bruder holen. Das gilt nicht. Hier kriegt man schon mal ein Gefühl dafür, wie lange das dauert. Wie viel... Wie oft muss man den denn hauen? Okay, jetzt hat. Jetzt kassierst du wieder. Wenn du teleportierst, stelle ich mich unter. So viel ist klar. Komm in den Ring. Kann sich doch in den Ring teleportieren. Perfekte Faustschläge. Auf die Brust. Zack. Komm in den Ring. Trau dich. Wer ist hier der Schisser? Wir wissen es alle. Psst. War keine Frage. Komm in den Ring. Komm rein. Komm schon, hau mich. Du sollst reinkommen. Oh, nicht schon wieder deinen Bruder holen. Ha! Und wie ich im Faustkampf gewonnen habe. Kann ich ja nichts dafür, wenn der nicht in den Ring will. Ey, Kass. Was war das für eine Aufgabe? Kannst du... in einem fairen Faustkampf einen Enderman erschlagen? In Diamantrüstung. In Netherite. Du kannst es. Es spielt keine Rolle. Kannst du das? Könnt ihr das? Wer es kann, schreibt es in die Kommentare. Das war die Box-Arena von Coco und dem Enderman, der nicht überlebt hat. Schade. Wir fliegen weiter. Ja, okay. Das war zu einfach. Werft mit mir einen Blick auf die Karte. Mini-City? Noch kleinere City? Mini-City? Mini? Und dann war schon irgendwo Box-Arena. Und wir sind 10.000 Blöcke weiter. Deswegen bekommt ihr jetzt... keinen Clip. Nein. Denn Skate hat eine Nachricht auf Discord geschickt. Seine Idee war, töte 5 Schalker mit Levitationseffekt. Ich finde die Idee mega, aber bei 40.000 Blöcken sind keine Schalker. Das können wir beheben. In der nächsten Endcity holen wir uns die Schalker fliegend. Das wird lustig. 5 Stück. Schaffen wir 5 Stück am Stück? Ich brauche dafür eigentlich eine große Box. Also um es hintereinander zu schaffen. Wie viel sind da drin? Da sind nämlich nur 3 Stück drinnen. Okay, machen wir mal die 3, oder? Machen wir mal die 3. So, Levitationseffekt habe ich mir abgeholt. 1, 2. Also den einen haben wir. Bitte triff mich, triff mich, triff mich, triff mich. Danke. Das war der 2. Das war der 3. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Ah, da ist noch einer. Nein! Also 3 haben wir am Stück. 3 haben wir, aber hier drin ist auch schwierig, mehr am Stück zu schaffen. Aber wir müssen, er hat nicht gesagt am Stück. Es war nur meine Zusatzstelle. Wir müssen 3, 5 insgesamt. Komm schon. Das ist die Nummer 4. Und dann suchen wir uns jetzt noch einen weiteren. Ich hätte gern alle am Stück gemacht. Kannst du mich mal fliegen lassen? Danke. Weil dann bist du nämlich die Nummer 5. Zack. Aufgabe erledigt. Das waren 5 Stück. Das war jetzt gar nicht so kompliziert, ne? Ich habe vor lauter Aufregung die Schätze hier oben gar nicht rausgeholt. Hallo? Wegen den Schätzen nochmal da. Gut, Schatz ist relativ. Ich müsste mal so langsam tanken. Ich habe nur noch 7 Raketen. Einmal nachtanken, bitte. Aktueller Stand. Minus 48.000. Wir erreichen bald die Hälfte unserer Etappe und die nächste kleine Aufgabe. Aus dem Grund, schaut euch mal den Clip an von mir und Gaming Guides. Ich hätte jetzt, guck mal, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, bring mir eine grüne Schalker-Box, aber der Basti verkauft die. Mhm. Aber hey. Ich kann dir ja trotzdem eine mitbringen. Okay, das wäre die Challenge, okay? Okay, okay. Eine grüne. Okay, eine grüne. Und die muss dann aber Schleimtastische Box heißen oder so. Die muss er noch umbenennen. Okay, und Schleimtastische Box heißen. Alles klar. Ja, richtig gehört. Er will nur eine grüne Schalker. Aber mir hat meine Idee so gut gefallen, den schönsten Schalker zu porträtieren. Was haltet ihr davon, wenn wir ein kleines Bildchen davon machen? Und eventuell basteln wir ihm extra dafür ein Texture Pack? Aber jetzt müssen wir erstmal eine NCD finden. Und wisst ihr, was wir da testen? Wir schauen, ob man eine lebende Schalker einfärben kann. Schwachsinnige Idee, aber probieren wir aus. Ich habe mir eine mit Boot gewünscht und sie kommt mit Boot. Die hinten am Boot, würde ich sagen, wird dann die, die wir einfärben, oder? Dann kriegt ihr eins auf die Mütze. Und wir holen die Elytra. Juhu, wir haben wieder eine mit Boot gehabt. Nice. Oh, und ich liebe es, wenn Diamanten dabei sind. Ja gut, das Rüstungsthema, das gehen wir jetzt dann auch nochmal an. Wir sollten schließlich bei der Hälfte mal checken, wie weit unsere Rüstung ist. Wir wollen schließlich mit der perfekten Rüstung am Ende hier rauskommen. Ich habe einen Amboss und wir schauen uns mal an. Wir haben Schuhe, Protection 4, Unbreaking 3, das gleiche für die Hose. Und bei unserer Mütze ist das noch gar nicht der Fall. So, hier haben wir eine mit Mending. Das wäre schon mal viel wert. Für die Mütze brauchen wir noch Unbreaking.
haben wir hier. Da können wir uns noch entscheiden, ob wir Blast Protection wollen oder normale Protection. Ich würde da Richtung normaler Protection gehen, tatsächlich beim Helm. Bei Schuhen hätten wir hier Mending, Unbreaking 3 und Protection 4. Leider kein einziger Schuh mit Federfall. Beim Brustpanzer sind wir, glaube ich, fertig. Mending, Protection 4 und Unbreaking. Okay, leveltechnisch wird es jetzt ganz schön spannend werden, was wir zusammengekleistert bekommen. Dann die Hose. Und den Helm machen wir dann später. Kriegen wir die Brustplatte zusammen? Ja, easy. Gut, nach 50.000 Blöcken, fast schon eine perfekte Rüstung. Wenn wir noch Feather Falling finden könnten, dann wäre ich sehr happy. Kümmern wir uns um die grüne Schalker. Nein, nein, nicht mit Bogen. Ich glaube, es geht nicht. Nein, schade. Ich hatte gehofft, man kann sie färben. Das hätte ich cool gefunden. So halt nicht. Aber ich habe echt ein Glück. Schaut mal, wir haben jetzt schon wieder 3 Schalker erlegt und 3 Schalker-Shells bekommen. Ich liebe es einfach. Wir haben schon 2 Stacks Schalker-Shells. Also schon einen Stack Schalker-Boxen. What? Werkbank aufstellen, Schalker-Box craften und Schalker-Box Giftgrün für Mika machen. Und jetzt suchen wir uns einen hübschen Schalker zum Porträtieren. Ich bin der Meinung, das Ding sollten wir auf alle Fälle als Bild machen und dann ein kleines Texture Pack an Mika, also Gaming Guides. Habt ihr andere Ideen? Schreibt sie mir in die Kommentare. Was sollen wir mit dem Bild machen? In die Kommentare. Einmal den großen Schalkerraum wieder leeren. Wuhu! Brechen wir auf zu den nächsten 10.000 Blöcken. Es sind noch die Aufgaben offen von Flocke, Klim, Bassigiaki, Gustav, Spark. Und eine besondere Aufgabe von einem Klim-Villager. What? Schaut euch mal diese Endcity an. Schiff 1, 2, 3, 4 Schatzbereiche, 5, wo man auch was holen kann. Ey, ei, das wird gut. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder da, weil es schaut ja doch immer gleich aus. Okay, machen wir die NCD im Schnelldurchlauf. Schatz Nummer 1. 6 Diamanten und 2 Spitzhacken mit Curse of Vanishing, die lasse ich jetzt tatsächlich einfach da. Eisen und unglaublich viele Spitzhacken. Egal, ich leih mir mal kurz deine Kiste aus. Oh, jetzt passt mal auf. Schatz Nummer 3 sind wir super sneaky. Gibt auch nicht wirklich was zu holen. Und dann sind wir auch schon raus. Schatz Nummer 3. Gut, gut. Weiter geht's. Nachdem wir uns so ganz langsam den 60.000 nähern, schauen wir uns mal den Clip an, was Flocke und Klüm für eine Kombi-Aufgabe für uns haben. Ich glaube, meine ist schwerer als dein. Ich bin aber gespannt. Ich bin auch gespannt. Okay, also meine Challenge ist... Nachher haben wir die gleiche. Raide eine... Das wäre so funny. Raide eine Endcity. Du darfst dich aber nur fortbewegen mit Enderperlen und Porusfrüchten. I like it. I like it. Mhm. Nice. Und? Mhm. Okay, Klim. Ist deine besser? Okay. Hau raus, hau raus. Raide eine Endcity. Und hol dir Ausrüstung aus den Truhen. Danach raide noch eine Endcity mit dieser Ausrüstung, ohne deine. Okay, aber beim ersten Mal raide ich mit meiner Ausrüstung die Truhe? Ja, beim ersten raidest du mit deiner Ausrüstung alles, was du da findest. Damit stellst du dir eine neue Ausrüstung zusammen. Okay. Und damit musst du dann eine große Endcity raiden. Okay, I like it. Das ist auch interessant. Nice, nice. Vielen herzlichen Dank für eure Glück. Challenges. Du musst Glück haben, dass du was Geiles bekommst. Nice, nice. Oh, das wird ja richtig tricky, weil da gibt es ja gar keine Bögen da drinnen. Ihr habt es gehört. Wir müssen eine Endcity raiden. Nur mit Enderperlen und Chorusfrüchten und auch nur mit Ausrüstung, die wir vorher in einer Endcity gefunden haben. Alles, was wir in dieser Endcity jetzt finden, dürfen wir in der nächsten zum Looten verwenden. Ich hoffe wirklich, wir finden gute Sachen. Elytra können wir leider nicht verwenden, weil die Challenge ist ja nur mit Chorusfrüchten und Enderperlen. Aber wir haben schon mal Schuhe an. Wir haben schon mal eine Spitzhacke, falls wir keine andere finden. Und wir hätten eine Schaufel, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber okay. Wir können uns irgendwas craften, falls wir was aus Diamant noch bräuchten. Wir haben aber auch eine Brustplatte, was, glaube ich, sehr hilfreich sein könnte. Hose nehmen wir hier mal mit. Dann hätten wir schon mal fast ein volles Rüstungsset. Sehr gut. Zweimal Zaubertrank dürfen wir auch verwenden. Kommt uns sicher auch gelegen. Ey, die rufen auch schon um Hilfe. Da teleportieren sich jetzt schon mehr Leute hier rein als nötig. Zack. Ah, der in der Ecke hat sich wegteleportiert, wie es ausschaut. Ich vergesse immer, dass hier in der Mitte so ein Eingang ist, in den ich hochtreibe. Okay, hier haben wir noch einen Helm bekommen. Ey, die Rüstung als Diamant wäre auch stark, ne? Nochmal Schuhe mit Blast Protection. Mei, das ist nicht unbedingt besser. Dann stürmen wir mal hier das große Hauptquartier. Hallo, ich hätte mal voll
Nahrung zu mir nehmen sollen und in Bewegung bleiben. So, ich glaube, ich habe hier drin wieder alle aufgeräumt. Irgendeiner schießt von draußen noch rein. Schauen wir mal, was wir an Loot heute bekommen. Oh, ein Helm! Sehr gut. Und ein Schwert. Das ist auch wirklich hilfreich. Bis gerade hatten wir noch nichts, mit dem wir den Schalkern zusetzen können. Jetzt haben wir was. Oh, wir haben noch eine Schaufel. Da ist auch schon die nächste City, die wir looten dürfen. Nur mit Endperlen und Chorusfrüchten. Direkt nebenan. 59.000 lassen wir in dem Fall gelten, weil sonst suchen wir nachher bloß wieder lang eine City. Hier haben wir eine schöne, auch von der Größe angenehm. So, der Plan, den wir verfolgen, wäre gar nicht mal zwingend alle Schalker umhauen, weil da tun wir uns im Schwert unglaublich schwer. Ziel wäre es, die ganzen Schatzräume zu looten. Da sehe ich allerdings hier den einen hier und das Boot da. Also ich sehe zwei. Wir werden es sehen. Wir arbeiten uns rein. Wir werden Schalker erledigen, wenn wir welche kriegen. Hier am Eingang vielleicht direkt. Ja, blöd. Wegteleportiert ist halt immer so eine Sache. Oh Mist, ich Trottel. Ich habe ja schon den ersten Fehler gemacht. Verzeiht mir. Ich darf ja gar nicht laufen. Okay, also das. Wir brauchen viel mehr Enderperlen. Okay, oder wir probieren einfach mit den Enderperlen, den wir haben, klarzukommen. Komme ich da jemals nach oben? Also da rein muss ich und da rein muss ich. Die zwei Räume will ich mit Enderperlen erreichen. Weil, also das da. Ich meine, das kann ich vielleicht am Anfang als Spiel nutzen, um in die Festung reinzukommen. Aber da sind wir schon ein bisschen beschäftigt. Kann ich bitte in die Festung rein? Vielleicht ist es weiter oben lustig, aber hier unten ist es eher anstrengend. Aber der, ganz ehrlich, wir machen das von außen. Von außen nach oben. Hier, wir legen jetzt hier los. Ab hier nur noch mit Enderperlen. Zack. Okay, wenn ich jetzt hier eine Chorusfrucht esse? Nein, nach ganz unten ist das dein Ernst? Oh nee. Von hier wollen wir irgendwo da, darüber. Sehr gut. Ich habe ganz leicht nach vorne gedrückt. Ich nehme die Hände weg von WASDS, tut mir leid. Ganz leicht habe ich aber nur gedrückt. Okay, da drin ist was zum Looten. Das heißt, wir wollen da rein. Und da wollen wir da rauf. Und, oh, wir müssen essen. Ich habe ja vergessen, dass ich beim jeder Enderperle Leben verliere, ich Trottel. Oh, nee, das darf ich ja gar nicht vergessen. Okay. Looten. Und wir müssen hier irgendwie raus. Das ist alles andere als angenehm hier. Aber wir haben den ersten Teil gelootet. Hier scheine ich gerade halbwegs sicher zu sein. Die können mich irgendwie nicht kriegen in der Situation. Da wollen wir rüber, aber da kriege ich keine Enderperle rübergeworfen. So weit fliegt die nicht, glaube ich. Das weiß ich nicht, ob eine Enderperle so weit fliegt. Das riskieren wir nicht. Wir werfen eine da oben hin und versuchen von dort darauf zu kommen. Ja, gar nicht so doof. Puh, ich würde ja echt gerne hier eine Chorusfrucht essen. Aber ich weiß, ich lande dann wieder unten. Das machen wir nicht. Oh, jetzt fliegen wir. Das könnte uns vielleicht helfen, aber ich glaube, da kommt man nicht drüber. Von hier aufs Schiff. Das muss ja wohl klappen. Boah, wie gut. Und auch noch so hier unten drunter in Sicherheit. Heilen. Ganz ruhig heilen. Wir kommen an den Drachenkopf sogar ran. Wir haben noch genug Perlen. Das ist nicht das Schwert, das wir verwenden dürfen. Woher kommt die? Ah, die habe ich jetzt gerade gelootet. Die kann ich mir anziehen. Darf ich das? Nee, nur was ich aus dem vorherigen hatte, hieß es. Keiner der Feuer in der Nähe. Das heißt, wir gehen jetzt da vorne hin. Eine Endermite. Die müssen wir umnieten, weil die macht uns sonst Probleme. Okay, aber die könnte uns vielleicht den richtigen Stups gegeben haben. Dass wir den Drachenkopf bekommen, ja! Heilen. Und dann schauen wir mal, ob wir im Einwurf da unten reinkommen. Und dann ist die Elytra unten dran. Und dann haben wir das Schiff gelootet. Und dann haben wir die Challenge geschafft. Wenn ich noch runter muss, muss ich einfach nur eine Perle runterschmeißen. Das, denke ich mal, ist ja aber gerade noch drin. Sehr gut. Stirb. Yes! Und was für eine Belohnung! Die bleibt drin. Weil die ziehe ich aus wie noch an. Hab ich eine angezogen mit Binding? Puh, Gott sei Dank nicht. 10 Diamanten Belohnung für das Abenteuer. Finde ich gut. Was meint ihr? Kriegt einen Haken. Ist geschafft. Nice. Fliegen wir 10.000 Blöcke weiter in den Norden. Die nächste Aufgabe ist dann im Übrigen von Basti GRG. Lasst euch überraschen. Eigentlich wollte er, dass ich alle Achievements mache im End. Das einzige Problem ist, meine Achievements spinnen. Ich habe schon einige gemacht. Es wird irgendwie nicht angezeigt. Das heißt, das kann ich nicht machen. Deswegen gibt es in der nächsten Etappe eine andere Challenge, die wahrscheinlich umso lustiger und nerviger für mich sein wird. Ich sag dir so, das könnte schon ein bisschen nervig sein. Aber im End kannst du ja mal auf eine gewisse Diät gehen und dich mal nur von Chorusfrüchten ernähren. Okay. Okay. Das kann man schon mal machen. Okay. Ja. Okay, die Zeitspanne lege ich selber fest. Legst du fest? Naja, solange du halt im End bist, ne? Du willst ja deine Expedition machen, noch ein bisschen erkunden und so. Und solange du halt dort im End bist, isst du halt nur Chorusfrüchte. Aber dann wirst du auf jeden Fall nicht, also essen wirst du auf jeden Fall mal genug haben. Ja, das Problem an der Geschichte ist, dass ich sehr, 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 sehr lange da sein werde. Und mein Ziel ist schon auch vorwärts zu kommen. Und bei diesen Chorusfrüchten kommt man eher vorwärts und rückwärts, wenn du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall. Also, wenn kannst du es dir ja selber zeitlich limitieren. Pass auf, ganz einfach. Ja, ich habe das tatsächlich.
tatsächlich in so Etappen aufgeteilt. Das heißt, ich werde eine Etappe komplett so erfüllen. Definitiv. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt. Ich bin hier gerade Sneaky Peaky am Looten und ich habe es gefunden. Feather Falling 4. Oh, ich wollte da gar nicht rein. Ich will hier eigentlich raus, weil da ist mir heute zu viel los. Ich mache gerade eine Sneaky-Runde. Feather Falling 4. Sehr happy. Woo! Wieder 4 Diamanten. Mini-NCD nehmen wir natürlich auch mit. Da würde ich auch die Schalke einfach nochmal mitnehmen, weil das wird eine ganz entspannte Runde, vermute ich hier. Zack, zack. Zack, einer weniger. Einmal im Kreis tänzeln. Ey, zweiter weniger. Der teleportiert sich weg. Zack. Haben wir schon alle hier drin? Easy. Einer ist geflüchtet da draußen. Den Rest haben wir erwischt. Schnelle Runde. Ich hab's euch gesagt. Ey, 6 Diamanten dafür wieder kassiert. Hat sich schon voll rentiert. Ich bin gerade bei exakt 70.000 Blöcken gelandet. Und da habe ich eine große Rede geschwungen. Und vergessen aufzunehmen. Wir sind in Basti Gergis Challenge. Chorusfrüchte. Nichts als Chorusfrüchte. Was anderes essen wir nicht. Und ich wollte auf alle Fälle mal testen, was passiert, wenn ich fliege und im Flug eine Chorusfrucht esse. Es teleportiert mich einfach auf den Boden. Gott sei Dank relativ schadenfrei. Insofern alles gut. Wir sind nicht mehr ganz so krass im Rage-Mode. Das heißt, wir zerlegen die Festungen nicht mehr brutalst. Wir werden aber den einen oder anderen Kampf jetzt machen, nur um herauszufinden, wie gut das mit Chorusfrüchten funktioniert. Die nächste Endcity kann kommen. Wenn ich sie nicht suche, sind sie da. Wenn ich sie suche, tauchen sie nicht auf. Sag mal, was ist denn das? Da war eine. Schaut mal, hier ist eine. Ein Schiff. Diesen Raum leeren wir und essen Chorusfrüchte. Das wird spannend. Spannend, weil ich nicht weiß, wie es wird. Ich glaube, das ist meine neueste Lieblingsart, diese Dinge auseinanderzunehmen. Oh. Das geht echt prima. Der Schalker da drunter weiß gar nicht, wie ihm geschieht. What? 14 Diamanten. Nice. Ist ja wie Weihnachten. Ich darf bloß nicht draufgehen. Totem haben wir im Zweifel. Los geht's. Hallihallo, Kollegen. Wir können nur Chorusfrüchte essen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, wenn wir genauso rumteleportieren wie ihr. Ich weiß auch noch nicht, an welcher Stelle ich schon essen sollte. Jetzt schon? Noch habe ich genug? Okay. Ihr müsst mich schon oft genug treffen, dass ich Schaden nehme. Sonst brauchen wir das Spiel ja gar nicht spielen. Okay, jetzt hat. Los geht's. Aber ich vermute, ich lande am Dach. Oh, wo bin ich? Unten. Auch praktisch. Hallo, ich bin mitten unter den Feind teleportiert. Ich muss wieder essen. Und vielleicht einen Heiltrank dann trinken bei nächster Gelegenheit. Ja, wir gehen wieder rein. Es hat uns ganz nach unten teleportiert. Wir wollen natürlich da wieder mitmischen. Oh, ich sollte aufpassen, dass ich... Oh nein! Ah, Gott sei Dank nach oben gekommen. Fast vergessen, hier oben die Kisten zu looten. Aber das haben wir uns ja auch verdient. 6 Diamanten schon wieder. Nein, ich bin ganz nach unten gekommen mit der Chorusfrucht. Ich hatte gehofft, ich komme da oben in das Gebäude rein. Neuer Versuch. Komm schon. Gibt's doch nicht. Warum immer nach... Vielleicht, wenn ich fliege, komme ich immer nach unten. Kann es sein, dass ich immer auf den Boden komme, wenn ich fliege? Okay, wir fliegen mal irgendwo oben drüber. Ah, dann komme ich hier aufs Dach. Sehr gut. Da wollte ich nämlich schnell looten hier drinnen. Weiß gar nicht, ob ich hier viel mehr machen möchte als looten. Der ein oder andere von euch hat sich doch sicher schon gefragt, Coco, was machst du mit dem ganzen Zeug, was du hier mitschleppst? Klar machen wir unsere ultimative Rüstung. Aber mit dem Rest, wie fändet ihr die Idee, wenn wir einen Trödelladen im Shopping District eröffnen, wo man einfach alles Mögliche für einen Diamant erwerben kann? Ich fände das eine nette Idee. Trödel und antikes Kroko. Da gibt es dann irgendwie so antike Shards und alles Mögliche und halt sämtliche Ausrüstungsgegenstände, die ich hier so finde. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich finde es raus und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Wir nähern uns den 80.000 Blöcken und ich sag euch, dafür haben wir eine ganz spezielle Aufgabe von Gustav bekommen. Hört euch die Sprachnachricht vom guten Gustav an. Hallo Kroko, der kranke Gustav meldet sich zu Wort, weil während ich gerade kein Crafted Egg spielen kann, habe ich natürlich trotzdem zwei wundervolle Aufgaben an dich. Die erste Aufgabe ist, dass du eine Struktur, die eigentlich nur in der Overworld oder im Nether vorkommst, einmal irgendwo ins End hinbaust, zum Beispiel ein Rune Portal, was dann irgendwie in dem Style ist, oder ein Schiffwrack oder ein Dschungeltempel, was auch immer du möchtest. Und die zweite Aufgabe ist eigentlich relativ einfach und ein bisschen gemein, aber da ich aktuell krank bin und nicht selber zocken kann, ist deine zweite Aufgabe, dass du mir bei deiner Reise aus dem End eine Elytra mitnimmst und die mir gibst, sobald ich wieder spiele. Ganz genau, wir sollen ein Gebäude aus der Oberwelt im Ende platzieren. Und ich habe da tatsächlich etwas vorbereitet. Lass uns nur einen schönen, passenden Ort dafür finden. Das ist der perfekte Ort und hier lande ich mit meiner letzten Rakete und habe direkt einen Enderman angeschaut. Okay. Das ist nochmal gut gegangen. Die Chorusfrüchte kann ich jetzt wieder zurücklegen. Die Challenge von Basti GG war in dem Fall gut zu machen. Hätte ich das wirklich die ganze Zeit gemacht, dann wäre meine Reise nicht ganz so entspannt verlaufen. Hier stehen wir jetzt und ihr seid sicher gespannt, welche Struktur wir hier hinbauen. Dazu habe ich einen kleinen Clip, wie ich alles vorbereite. Da ist das Objekt der Begierde. Ja. Oh, weia.
Irgendwie muss ich das dokumentieren und abbauen. Ich das jemals wieder so aufgebaut? Hier ist alles drinnen. Ich habe alles mitgenommen. Wenn ich das perfekt aufbaue, bin ich mir sicher, dass hier Pillager spawnen, die diese ganzen wunderbaren Wesen angreifen. Glaube ich nicht. Aber ich versuche jetzt hier einen Pillager-Outpost hinzuzimmern. Ich hätte auch einfach ein Dorfhaus nehmen können. Nein, es musste ein Pillager-Outpost werden. Hat noch wer irgendwelche Fragen? Okay, vielleicht habt ihr jetzt ganz viele. Warum tut man sowas? Gustav, das war die Challenge. Ich denke, ich habe es gut geschafft. Und das kleine Extra mit der Elytra, das kriegen wir natürlich auch hin. Jetzt will ich aber unbedingt 10.000 Blöcke weiter. Sparks Aufgabe wartet. Aber in der Richtung. So schade. Auch wenn wir zu Sparks Aufgabe wollen, suchen wir immer noch nach einzelnen Rüstungsteilen, die vielleicht hilfreich sein könnten. Deswegen kurzer Stopp am Boot. Wir fallen wieder auf den armen Schalker herab. Holen die Elytra. Den Loot. Oh yes. Holen noch mehr Loot. Und natürlich die Ender Chest. Und zischen weiter. Ich fliege und fliege und bisher kommt nichts. Aber das Schöne ist, ihr könnt euch schon mal den Clip von Spark anschauen. Denn Sparks Aufgabe... Oh, können wir direkt nach dieser City einfach schon beginnen. 4000 Blöcke zu früh. Spielt keine Rolle. Schaut's euch an. Ich loot in der Zwischenzeit. Die City. Also, wenn du mich fragst, ich hätte dir als Challenge gegeben, dass immer, wenn du ein Schiff findest, du dein Elytra ausziehen musst, dich hochstecken musst und mit einer Enderperle gegen die Wand werfen musst. Könntest du bitte aufhören, mich zu ärgern? Nein. Hast du meinen Clip gesehen? Ich hab deine komplette Existenz gesehen. Das war so traurig. Das war so traurig. Aber nett, dass du das nochmal so schön auf die Schippe nimmst. Ja, du hast schon gedacht, okay, hört sich interessant an. No, wait a minute. This took some turns. Und dann nimmt er mich einfach so aus. Das ist so begeistert. Dann kommt mir bekannt vor. Und dann so, oh, hell no. Okay. Ja, ja, ich habe eine Idee, ich habe eine Challenge für dich. Okay. Du musst von jedem Schiff, was du lootest, wo eine Elytra drin ist, den Drachenkopf aufsetzen und damit fliegen. Okay. Und, was sagt ihr zu Sparks Aufgabe? Einfach zu erledigen, oder? Ja gut, die Blöcke müssen jetzt dran glauben. Er möchte einen Mini-Drachen im End. Er kriegt einen Mini-Drachen im End. Let's go! 90.000 Blöcke! Eigentlich müssten wir genau hier Sparks Aufgabe beginnen, aber wir haben ein bisschen vorgearbeitet. Vielleicht kriegen wir... Fleißpunkte. Fleißpunkte könnte eine schöne Endcity sein. Mit ein paar Dias für mich. Würde ich mich nicht beschweren. Machen wir uns auf zu den letzten 10.000 Blöcken als Mini-Version des Enderdrachen. Auf zur letzten finalen Challenge. Unterwegs wieder eine Endcity gefunden und ein Boot mit zwei Portalen zurück. Ganz fein. Es sind wieder gute Sachen dabei, aber es ist kein Platz mehr im Inventar. Ich muss mal das Inventar wieder aufräumen. Ich muss immer meine Elytra beobachten, dass sie mir nicht kaputt geht und ich dann einfach abstürze. Ich habe ein paar Notenderperlen, die ich dann schmeißen kann, aber das sollte man besser nicht riskieren. Wir haben nur noch 5000 Blöcke, bis wir die 100.000 erreicht haben. Dann kommen wir zur letzten Challenge und zum finalen Blick auf die Rüstung. Ich habe tatsächlich keine City seitdem. Wahrscheinlich habe ich irgendwo einen übersehen. Es liegt wahrscheinlich am Drachenkopf. Der will einfach durchs End pesen. Weil der sonst immer in der Mittellehninsel da rumhängt. Noch 2000! Ich würde sagen, definitiv Zeit für den letzten wunderbaren Clip. Huh. Ah, ja, guten Tag auch. Psst, da bin ich gelacht. Folgendes, ich bin ja am Ende unterwegs und suche Challenges. Kannst du da aushelfen? Huh. Du hast eine? Ja, dann lass hören. Huh. Eine ganze Endcity? Ja, das ist eigentlich kein Problem. Huh. Ohne was? Oh. Ohne Blöcke zu platzieren? Du bist ja verrückt. Oh. Gleich sind wir bei 100. Ich will noch eine City. Was ist denn da los? Ich bin doch auf den richtigen Koordinaten unterwegs. Gib mir für die letzte Challenge eine City. Denn wie ihr mitbekommen habt, müssen wir sie looten, ohne Blöcke zu platzieren oder abzubauen. Wir sind bei 100.000 Blöcken, aber es ist weit und breit keine End-City in Sicht. Ey, das kann doch nicht sein. Danke. Ohne Blöcke brechen werden wir diese City jetzt ganz gemütlich und genüsslich, so wie sich der Villager das gewünscht hat, zerlegen. Hallo. Wir müssen auch dran denken, wir dürfen nicht beim Rauflaufen, Runterlaufen irgendwelche Blöcke mitnehmen. Das ist alles ohne immer schöne Bewegung bleiben hier. Andere, oh, doch getroffen worden. Schade. Dabei gibt es schon gar keine mehr. Depths Strider 3.
Auch diese Verzauberung hat uns noch gefehlt. Mega gut. Ich sag euch, unsere Rüstung wird klasse. Zum Abschluss nochmal 7 Diamanten und hoffentlich eine Menge Schalker-Shells. Werfen wir einen Blick auf die Rüstung. Das ist sie. Wir müssen es nur noch kombinieren und brauchen die entsprechenden Level. Die können wir dann ganz entspannt an der Farm erfarmen. Der Helm mit Aqua Affinity, Mending, Unbreaking 3, Protection 4 und Respiration. Die zwei kombiniert, perfekt. Meine Brustplatte, die ich immer wieder mal gegen die Lytra tausche, mit Projectile Protection, also gegen Pfeile etc. Sehr gut. Und wenn man will, kann man noch Thorns 2 drauf machen. Möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Die Hosen, Mending, Protection 4, Unbreaking, da kommt noch Swift Sneak. Das kann man nicht finden im Ende. Das gibt's nur im Deep Dark und da waren wir beim letzten Mal und haben ein Buch abgestaubt. Die Schuhe mit Mending, Protection 4, Unbreaking 3, Featherfalling 4 und eventuell Deathstrider oder Frostwalker. Ich denke aber, es wird Deathstrider. Also das Ziel der perfekten Rüstung erreicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Verzeih.